Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von meinen Diskussionsvideos und zwar dieses Mal zu einem Thema, was mal wieder etwas trauriger ist. Und zwar reden wir heute über das Red-Eyes-Deck-Thema bzw. den rotäugigen schwarzen Drachen im Speziellen. Und ja, das ist ein Aufstieg und Fall so ein bisschen. Man muss einfach sagen, diese Karte war mal unfassbar populär, aber mittlerweile ist der Hype so ein bisschen abgeklungen, könnte man sagen. Und das Thema ist etwas in Verruf geraten. Und wie das passiert ist, will ich heute klären. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Ich habe sowas schon mal gemacht quasi zu dem weißen Drachen, zu den Helden und zu Dark Magician. Ich werde alle drei Videos mal verlinken. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal so ein bisschen mit dem heutigen Video. Aber schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor Lotte Cards und bei meinem Replay-Kanal. Und da würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal mit der Vergangenheit. Und da muss man ganz einfach eine Sache sagen. Auch diese Karte hier war unfassbar populär dank dem Anime. Denn die Karte wurde halt gespielt von Joey Wheeler, dem besten Freund von Yugi Muto, in der ersten Staffel von Yu-Gi-Oh! Schon. Und deswegen war die Karte einfach in aller Munde, könnte man sagen. Und es gab sogar schon dazu ein Starterdeck, genauso wie halt zu dem Dark Magician und auch zum Blue Eyes, mehr oder weniger, beziehungsweise zu halt Kaiba und Yugi. Und ja, das Ganze war sehr beliebt, aber wir hatten logischerweise ein riesiges Problem. Es ist halt wieder ein Drache und er ist weniger cool und auch deutlich weniger stark als der Blue Eyes. Und der Red Eyes als solcher hatte nur 2400 ATK und hat zwei Tribute gefordert. Das war noch schlechter als der Dark Magician, der eh schon kacke war, weil wir hatten halt die Karte herbeigerufener Totenkopf, der 2,5 hatte, für einen Tribut. Dementsprechend, ja, war die Karte auf jeden Fall in dem sehr, sehr alten Retro-Format nicht unbedingt die beste Wahl. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und selbst mit halt so Support wie beispielsweise Herr der Drachen oder so, hast du halt lieber einen Blue Eyes beschworen, logischerweise. Dadurch, dass halt damals noch keine wirklichen Support-Karten existiert haben, gab es halt keinen Grund, einen schlechteren Beatsieg zu bevorzugen, weswegen die Karte halt damals, ähnlich wie der Dark Magician, nicht wirklich eine Relevanz hatte. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Karte damals noch schlechter war als Dark Magician und das sagt schon einiges aus. Aber das war auf jeden Fall eine relativ traurige Zeit, aber dann ist das Ganze quasi so ein bisschen vorangeschritten und wir haben halt von da an so gut wie gar keinen Support mehr bekommen. Wir hatten beispielsweise dieses rotäugige Küken, was so ein bisschen an Kaibermann erinnert, also absolut nicht gut. Dann hatten wir diesen Zombie Red Eyes, aber ansonsten kam jetzt nicht wirklich irgendwas Brauchbares raus. Also letztlich ist diese Karte einfach im Beatstick geblieben, in einer Zeit, wo einfach Beatsticks als solche nicht mehr so relevant waren. Wir haben immer mehr Effektmonster bekommen, sehr starke Fallenkarten und so. Und wenn diese Karte mal aufs Board gekommen ist, hat sie nicht lange überlebt, zumal sie auch nicht stark war. Ich meine, es gab Effektmonster, die besser waren und die keine Tribute gekostet haben. Bestes Beispiel: Black Luster Soldier, also der Gesandte des Anfangs beispielsweise. Das sind einfach Karten, da kann diese Karte hier nicht mithalten. Einfach null. Das ist halt auf jeden Fall ein Problem. Und ja, das Ganze ging dann quasi immer so weiter. Red Eyes war irrelevant, aber es gab halt dann irgendwann Drachensupport. Und da kommen wir jetzt quasi in die Zeit von beispielsweise den Dragon Rulern und so. Und das war ja quasi die Phase, wo man Blue Eyes so ein bisschen spielen konnte. Und Dark Magician war schon sehr stark abgeschlagen. Und ich würde sagen, in dieser Zeit war Red Eyes so ein bisschen zwischendrin. Weil wie gesagt, Dark Magician hatte keinen wirklich geilen Support und auch kaum Themenkarten. Und Hexer generell waren nicht geil supported. Blue Eyes hatte halt die Ruler und generell guten Drachen-Support, von daher konnte man das spielen. Gut war es aber auch nicht, weil es hatte einfach ja keine Themenkarten, von daher war die Karte mehr ein Beatstick als irgendwie eine Strategie. Und Red Eyes konnte man theoretisch auch für sowas considern. Und die Karte war sogar Stufe 7, genauso wie die Ruler, aber gespielt wurde sie trotzdem nicht. Sie hatte einfach gar keine richtige, ja, Spieler-Fanbase mehr, die das Ganze wirklich getestet haben. Ich meine, die Leute haben eher halt, wenn sie was spielen wollten in der Hinsicht, ein Blue Eyes Deck gespielt auf Krampf und auch das hat wie gesagt teilweise nicht so viel Sinn ergeben. Von daher muss ich sagen, auch in dieser Ruler-Zeit, wo die Drachen auf jeden Fall gut supported waren, hat man diese Karte nirgendwo großartig gesehen. Dementsprechend haben alle sehnsüchtig darauf gewartet, das Ganze vielleicht mal eines Tages zu einem Thema zu machen, was dann auch passiert ist, Freunde. Wir haben ein Red Eyes Themendeck bekommen, aber ja, das war auf jeden Fall etwas kritisch. Man muss sagen, als das Thema rauskam, hatte es einen unglaublichen Hype. Also ich habe sehr viele Leute gesehen, die einfach sich richtig krass gefreut haben. Die haben sofort das Deck getestet. Das Deck ist auf, ja, Yu-Gi-Oh! Pro bzw. DevPro damals noch explodiert. Jeder hat es getestet. Und was ist dann rausgekommen? Ungefähr nach einer Woche. Das Thema ist ziemlich scheiße gewesen. Ja, das war auf jeden Fall ein Problem, weil dieses Thema hier hatte auf jeden Fall große Probleme. Es war zunächst mal ziemlich Brick-anfällig, weil man hat einfach mit sehr vielen Stufe 7-Monstern gespielt. Ja, und es gab nicht selten Duelle, wo man einfach drei, vier Beatsticks auf der Hand hatte, die man nicht beschwören konnte. Das war ziemlich bitter. Dann hatten wir hier auf jeden Fall eine relativ schlechte Fusionskarte. Ich meine, die Red Eyes Fusion beendet quasi deinen Zug. Du kannst dann später nichts mehr machen. Und du beschwörst quasi ein Fusionsmonster und das war's dann.
Es ist halt kein nennenswertes Board, von daher baut dieses Deck auch keine krassen Boards auf letztlich. Und es war auch damals, als das Thema rauskam, noch nicht stark genug, auf keinen Fall. Dann hatten wir halt den Fall, dass dieses Deck hier so ein bisschen Burn machen wollte, was ein bisschen random kam. Manchmal hat es was gebracht, man kann sogar heutzutage einen Red Eyes FTK spielen, den ich auch bald vorstellen werde auf dem Replay-Kanal. Wenn ihr das hier seht, habe ich es vielleicht sogar schon hochgeladen, da werde ich es mal verlinken. Aber ich muss sagen, auch das ist nicht wirklich stark, ne? Also es ist halt unkonstant as fuck, von daher spielt lieber die normale Version, die ist besser. Und diese Random Burn-Effekte bringen vielleicht manchmal was, aber ich finde es immer ein bisschen kritisch, wenn du quasi Burn-Effekte in halt Deckthemen integrierst, die mit Burn eigentlich nichts großartig zu tun haben sollten. Aber okay, ist so. Und letztlich kam es halt dann dazu, dass Blue Eyes einfach auch ein Thema bekommen hat, natürlich. Und Blue Eyes ist halt einfach Meta gewesen, muss man wirklich sagen. Und das ist halt jetzt der Punkt, wo ich mal die drei Deckthemen Dark Magician, Blue Eyes und Red Eyes vergleichen kann, weil wir jetzt alle drei kurz angeschnitten haben. Ich muss sagen, Blue Eyes war halt krass Meta, hat wirklich das Spiel dominiert für einige Monate, Weltmeisterschaft gut abgeschnitten und so weiter. Dann kam halt Dark Magician, was auch Support hatte, aber es war halt eigentlich mehr ein Fun-Deck, aber man konnte es schon eher zu Rogue zählen, war schon ganz cool. Und dann gab es halt Red Eyes. Und Red Eyes war einfach immer die Nummer 3 so ein bisschen. Was schon schade ist, dass die Karte nochmal krasser im Schatten gestanden hat von Blue Eyes als der Dark Magician. Ich habe ja vor ungefähr einer Woche ein Video gemacht, wo ich quasi über das im Schatten stehen von Dark Magician geredet habe, von Blue Eyes. Und das ist hier nochmal deutlich krasser gewesen. Also man muss sagen, wenn man die drei Themen vergleicht, hatte Red Eyes einfach deutlich am wenigsten Relevanz. Aber dann kam noch mehr Support raus. Und wir haben unter anderem halt die sehr wichtige Karte Slash Dragon bekommen. Und das war ein weiteres Fusionsmonster, das ein Negate dargestellt hat. Und es war die neue Hoffnung für alle Red Eyes-Spieler, dass sich da vielleicht was tun wird und dass Red Eyes vielleicht mal so ein bisschen mithalten kann, zumindest mal in den Rogue-Bereich aufsteigt. Und was ist passiert? Es hat nicht gereicht, ne? Es hat überhaupt nicht gereicht. Ich meine, wenn du Red Eyes gut baust, kannst du vielleicht mal mehrere Negates hinlegen mit einer sehr, sehr guten Hand. Aber wie wahrscheinlich ist das, ganz ehrlich? Du hast vielleicht ein paar Wiederbelebungskarten. Das Thema hat ja quasi seinen eigenen Ruf der Gejagten, mehr oder weniger. Du hast den Slash Dragon, der keine ultra schlechte Karte ist, keine Frage, aber broken ist er jetzt auch nicht gerade. Du hast diese sehr schlechte Fusionskarte. Du hast einfach nicht wirklich etwas, was krasse Dominanz aufbaut. Und dementsprechend war Red Eyes so ein bisschen stärker geworden an dem Punkt. Und andere Themen sind halt etwas schwächer geworden, weil die länger keinen Support bekommen haben. Aber gerade Blue Eyes hat halt ständig Support gekriegt. Von daher war das halt immer das bessere Deck einfach. Und dann kommen wir jetzt ein bisschen zum heutigen Stand. Und ja, jetzt gerade ist Red Eyes einfach ein Deck, was man spielen kann, aber was man nicht spielen sollte vielleicht. Wir haben jetzt den Guard Dragon Support bekommen, das war quasi das modernste, was halt diese Drachendeck supportet hat. Und diese Engine ist wirklich strong as fuck, also da kann man wirklich Drachendecks deutlich krass supporten damit. Aber letztlich macht es eigentlich keinen riesigen Sinn, Red Eyes mit Guard Dragon aufzuwerten, weil es gibt einfach bessere Guard Dragon Decks, darüber müssen wir uns nicht streiten. Beispielsweise Crusadia Guard Dragon oder auch einfach Blue Eyes Guard Dragon, was halt logischerweise auch die Guard Dragon spielen kann, Blue Eyes. Und das ist halt das deutlich bessere Deck, zumal man da auch noch diverse andere Rang 8 Support-Karten spielen kann. Und da kommen wir jetzt auch zu einem weiteren Argument, was halt Red Eyes immer so ein bisschen verfolgt hat. Es gibt nicht wirklich gute Rang 7 Karten. Wir haben den Red Eyes Flare Metal Dragon, der ist nett, ja, der macht Burn-Schaden, hat Schutzeffekte, der kann das Spiel besiegeln, aber du musst erstmal an den Punkt kommen, was halt ein Problem ist für Red Eyes, das gerne mal brickt. Dann haben wir logischerweise, ja, das Big Eye, das kann man zerklauen. Und dann hatten wir Tomahawk. Was ist damit passiert? Ja, ist auf die Bandlist gewandert, toll. Das heißt, Red Eyes hatte den auch nicht mehr. Und es gab sogar bessere Decks, die auf Tomahawk gekommen sind, mal so ganz nebenbei, dementsprechend auch kein gutes Argument eigentlich. Und wir haben Dracozac. Wow, der kann Monster schießen, 102 Tokens, die der generieren kann. Nicht wirklich die beste Karte heutzutage, ne? Im Dragon Ruler Format war die geil, aber heutzutage, nö. Von daher auch der Support dort fehlt auf jeden Fall deutlich. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie geht es weiter? Ich kann schon mal eine Sache sagen, wir bekommen bald einen alternativen Red Eyes und der ist ziemlich schlecht. Also das ist wirklich traurig. Ich verstehe nicht, warum man einem Deckthema, was eh schon abgeschlagen ist, ein schlechteres Support-Monster gibt als halt Blue Eyes. Du hättest die Karte doch einfach genauso schreiben können, beziehungsweise vielleicht sogar minimal besser, einfach um die sonstige Schwäche des Themas zu kompensieren. Aber nein, es kommt einfach wieder eine schlechte Supportkarte raus. Ich meine, scheiße ist er nicht, man wird ihn spielen, aber er wird das Thema unmöglich auf weitere höhere Tierstufen heben können. Das wird nicht funktionieren, die Karte ist dafür nicht gut genug. Wir brauchen einfach deutlich mehr Support, das Thema muss auf jeden Fall entbricken und dementsprechend wünsche ich mir für die Zukunft einfach etwas mehr Red-Eyes-Karten,
die wirklich klug geschrieben sind. Man kann meinetwegen jetzt etwas mehr auf Burn gehen, ist ja auf jeden Fall eine Mechanik, die das Thema scheinbar aufgreifen möchte, darauf habe ich mich eingelassen. Aber so wie es jetzt gerade dasteht, ist es einfach kein Thema, was halt irgendwie konstant in vernünftigen Duellen gewinnen kann. Jedes Mal, wenn ich gegen Red Eyes spiele, irgendwie online, denke ich mir, okay, ich werde wahrscheinlich zu 85% gewinnen. Das ist halt leider echt so. Und das liegt nicht am Gegner. Das ist einfach so, dass dieses Thema gegen die meisten Themen nicht spielen kann, also keine wirkliche Chance hat. Es ist einfach nicht gut genug. Weil wie gesagt, gerade die Fusion ist einfach keine gute Karte. Und deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall als Support einen neuen Red Eyes, so in der Art von Alternative, der aber wirklich gut ist. Das wäre wunderbar. Ich wünsche mir bessere Bossmonster und auf jeden Fall bitte eine bessere Fusionskarte, sodass man auch wirklich mal First Turn 2-3 Negates legen kann, ein bisschen Burn-Schaden machen kann, vielleicht noch Schutzeffekte hat und so, dass man wirklich mal was aufbaut. Muss ja nicht jedes Mal funktionieren, aber ab und zu mal wäre sehr nett. Aber bisher nicht so wirklich, ne? Ist auf jeden Fall kritisch. Aber so wie es jetzt ist, reicht es auf jeden Fall nicht. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen mal zum Fazit. Man muss sagen, Red Eyes war mal eine sehr, sehr coole, nostalgische Karte. Und sie ist es eigentlich immer noch. Aber der Support fällt einfach auf ganzer Linie. Eigentlich wurde das Thema sowieso viel zu spät erst zum Themendeck. Und dann war es das. Und es hat nicht gereicht. Das hat im Schatten gestanden von zwei anderen Retro-Themen, die schon immer bekannter waren, was einfach bitter ist für das Thema, muss ich sagen. Und ja, dann hat es wieder Support bekommen. Es hat wieder nicht gereicht. Dann wurde es mit Guard Dragons aufgewertet und es macht eigentlich keinen Sinn, weil Blue Eyes Guard Dragon besser ist. Und dann wird jetzt noch weiterer Support angekündigt, der wieder nicht reicht. Also, wo will das Thema eigentlich hin? Es stagniert nur die ganze Zeit. Und ich glaube ehrlich gesagt, da wird es auch bleiben. Es wäre mittlerweile wahrscheinlich komisch, wenn irgendwie Konami das Deck jetzt Meta machen würde, während Blue Eyes abgeschlagen wird. Das wäre wahrscheinlich für einige Fans irgendwie uncool oder so oder merkwürdig. Ich glaube, deswegen will Konami das nicht machen. Ich kann es mir selbst nicht so ganz erklären, aber das ist so eine Vermutung von mir, dass man halt diese Rangordnung Blue Eyes, Dark Magician, Red Eyes einhalten möchte von der Relevanz. Aber es ist halt schade für Red Eyes auf jeden Fall. Die Karte ist sehr populär, hat auch nach wie vor eine Fanbase, aber das Deck ist auf jeden Fall nicht gut. Aber gut, weitere Videos dieser Art, die ich mal machen soll, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ja, schaut doch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor und bei meinem Replay-Kanal. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.